Und da bin ich auch schon wieder. So, gleich weitermachen mit dem Einsammeln. Ich habe gerade noch was gegessen und es war wieder ein paar Probleme hier im Haushalt, wie immer, je und je. Aber davon lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Ein bisschen Krimskrams und sonst was. So, und dann geht's mal los hier. Hier mal kurz aus dem Weg. Man könnte auch rein theoretisch so spielen. Das mache ich aber rein theoretisch, beziehungsweise auch rein praktisch, nicht so gerne. Sieht auch so, aber viel geiler aus irgendwie. Ja. Mache ich trotzdem nicht so gerne, weil ich gern bei Gothic auf jeden Fall den Charakter sehe. Beziehungsweise sehen möchte. So, auch wieder ein bisschen Krimskrams, ein bisschen Vergiftung und sonst was. Und laufen wir mal weiter. Und wir haben hier einen toten Slaven, den wir leider nicht retten konnten. Schade. Was haben wir hier denn so? Einen Schmiedehammer. Rohstahl. Eine Axt. Noch eine Axt. Ein Holzschild. Ein Holzschild. Ein Holzschild. Eine Hellebarde. Und noch eine Hellebarde. Zu eine Schatulle. Sollte ich schon wieder Schwerter und Bögen. Und eine Axt liegt auch noch auf dem Boden rum. Ja. So. Und öffnen wir auch diese Truhe. Und wir sehen hier ein Rezept für ein Breitschwert. Ist gar nicht schlecht, das Teil. Aber mir fehlt gerade ein Wolfsfell dafür. Ach ja, übrigens, das ist halt auch nicht blind. Also, für alle, die es wieder vergessen haben sollten, dass ich das schon mal gesagt habe. Ich spiele auf böse. Ich habe es schon mal auf gut durchgespielt, sogar gleich zweimal. Aber, naja. Ich möchte jetzt auch mal Anhänger des Bösen sein. Eventuell macht Metitor auch noch ein Let's Play dazu. Da wird er dann die guten Fuzzi spielen. Blümchen pflücken mit Metitor, so ähnlich. Naja. Ich weiß nicht, ich muss mal kurz husten. Da war ich schon. So, das war's dann mit dem Schmiedehaus. Nein, du quatsch mich jetzt nicht voll. Wie in alten das Zeiten. Das ist Gorn, ne? Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härtere als die. Was ist mit Lester? Wollt er nicht Verstärkung holen? Das ist eine gute Frage, wo der Typ ist. So, wir lassen uns jetzt nicht von Hamlet zulabern. Das machen wir gleich erst, nachdem wir alles geplündert haben. Dann können wir nämlich auch gleich eine Etage weitergehen. So, da ist Boss Prakatz. Seiner Crush Agash. So, nächste Truhe. Guten Tag, was ist denn da so drin? Kellen, bisschen Wasser, Heiltrank. Gut zu wissen. Und wieder raus. Speer. Und Crush Pasch. Schnaps und ein bisschen Kremskrams. Raschpasch, Speer und ein Slave liegt hier auch noch rum. Ja, der keine Waffe, schade. So, ist hier oben noch was. Ein Slave. Jetzt gehört hier alles uns. Schön. Du wirst es nicht genießen können. Ich möchte deinen Kram haben. Dankeschön. Noch was hier oben? Ein Pult, ein Hocker, nee. Und tschüss und danke für deinen rostigen Zweihänder. Noch ein rostiger Zweihänder. Steckt ja mitten in der Wand. Betrohe. Oh, ein bisschen Krimskrams und andere Kopfnussfalle. Die Dinger sind echt geil. Ich hängt hier nie. Da hängt keine Kelle. So. Ich möchte auch noch deinen Krimskrams haben, mein Freund. Hey, pass doch auf. So. Ich stech dich ausnahmsweise mal nicht ab. Du kannst wieder aufstehen, mein Freund. Ich stech dich ausnahmsweise mal nicht ab, weil... Ja, ich bin halt mal ausnahmsweise gnädig geschimmt. Ich, der böse, böse Typ. Der nur mit Widerwillen die ganzen seine Glanzleute umgebracht hat. Es zerrüttet mir jetzt noch das Herz, wenn ich daran denke. Und wieder Schnaps. Na, Prost Mahlzeit. Ich hatte einiges zu saufen. So, und was haben wir denn hier? Hier eine Crush Pasch und einen Speer.
Gut zum Schleudern wahrscheinlich. So, und hier haben wir noch einen schönen Suizidturm. Wenn man mal deprimiert ist, einfach runter hier. Und eine Truhe. Was haben wir da drin? Wasserkrankheit, ein Dietricher Fläschchen und irgendwie so ein Krautstängel. So, das hier hinten ist die Kuppel, die ihr gesehen habt, wenn ihr denn das Intro verfolgt habt. Ich hoffe es einfach mal. Wenn ihr einfach nur da seid, sonst um das Spiel so zu gucken, dann verpisst euch sofort wieder. Und das ist ganz, ganz böse gemeint. So. Okay. Egal. Und wieder runterlaufen. Noch mehr oder was hier? Außer einem Wasserfass. Ach ja, hier kann man sie übrigens kostengünstig heilen. Ja. Schwienensklave. Hallo. Hey, hör auf mich zu schlagen. Und der ist gleich sauer. Sehr typisch. Der andere lässt sich von mir ganz ohne irgendwie sich zu wehren schlagen und der nicht. Dafür musst du sterben. So, das war dann auch der hier. Noch wer hier drin, der aufs Maul möchte? Nein, sein Kollege ist wohl schon tot. Tja, jetzt freut er sich. Ausdauertränke. Werde ich wahrscheinlich alle wieder verkaufen können. Gut, Stoff dafür. Was haben wir hier drin? Ja, ein bisschen Krimskrams halt. Haben wir hier sonst noch was? Außer einer verschlossenen Truhe. Dietrich verbraucht. Ja, man kann hier gleich von Anfang an Dietrich gebrauchen. Das ist wieder anders und er knallt auch automatisch. Man muss nicht erst den ganzen Kram wieder lernen und wieder selbst machen und sonst was. So, ich ziehe mir einfach mal ein bisschen Zauberzeugs hier rein. Moment, das hätte ich gerne auf 6. Das hätte ich auf 7 gerne. Ja, ich denke, mehr brauche ich auch gerade gar nicht. So, war ich hier schon beim Alchemisten drin. Sieht nicht so aus, weil da noch ein toter Ork liegt. Jo, und ein Mana-Trank. Ein Fläschchen. Eine Truhe. Ein Heiltrank aus Heilpflanzen. Ein Rezept dafür. Super. Und Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Super. Und ein Hocker. So ganz kleiner schämlich Hocker. Man guckt mal in Richtung Wand und hat nur was Böses angestellt. Was macht er auch nur für Mist hier wieder? Gut. Ah, ein Leuchtturm ist da hinten auch noch. Wie schön. Eine Feuernässe. Ein bisschen Sonnenkraut. Ein Felsen, der aussieht wie ein Wildschwein. Und da hinten ist auch eine Mana-Pflanze. Hier sind noch ein paar Pflanzen und ein Scavenger. Da seht ihr ihn eventuell schon. Komm her, mein Freund. Schlitz dich auf. Wie ein Salben. Voraussetzt, du lässt dich töten, mein Freund. Geht doch. Und da hinten steht jemand. Hallo. Ich bin der Don Jones und wie heißt ihr? Ah! Ey, was hab ich denn gemacht? Du Arschloch! Du Kack! Du Halunke, du! Bleib stehen! Alter! Was macht ihr denn? Ich komm ganz brav hin. Frag nach was? Und was der Dank dafür? Die hauen mich! Alter, dafür steche ich euch ab nachher. Ah, das war sogar eine Quest. Super. Jacks Halunken. Und einer hatte eine Schüssel Reis oder sowas dabei. Also echt, ey. Ein paar Schwerter. Eisenhalm. Eine Truhe liegt dann auch noch rum. Ein rostiges Schwert. Nochmal Eisenhalm. Und hier liegt noch irgendwo ein nicht geplündeter Halunke. Mit Eintopf. Noch ein Halunke. Mit Reis und Marwaldbär. Und eine Metalltruhe. Zu schwer. Verdammt. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Was gibt es denn hier noch so Schönes? Oh, eine Blutpflege.
Da ist sie hinten dran, falls ihr sie seht. Wenn nicht, ihr seht sie gleich. Vorsatz, meiner würde richtig schießen. Da kommt sie jetzt angeflogen. Stirbst du? Stirbst du? Stirb! Naja, ich habe schon schlimmer geschossen, das könnt ihr mir glauben. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen die Stimmung ankurbeln hier. Das gibt's doch nicht. Das ist hier so ein langweiliges Klima. Deswegen wollte ich möglichst viele Pfeile da reinjagen, weil die Pfeile cool stecken bleiben. Das sieht echt geil aus. Naja. Was haben wir hier noch? Noch ein paar Waldbären. Was machen denn Waldbären hier an Leuchtturm? Das sind schließlich keine Leuchtbären. Dort ist noch eine Heilpflanze und eine Flammenbeere. Hallo Flammenbeere. Und Morgentau haben wir da auch noch. Noch mehr Morgen. Nee, das ist kein Morgenkraut. Wie hieß denn das normal? Ogerblatt, genau. Und noch eine Zauberwurzel. Und noch Wolfskraut. Das ist halt keine schlechte Ausbeute. Auch dann ist nur das Lagerfeuer von denen noch. Gut, dann gucken wir mal, was es mit diesem Leuchtturm auf sich hat. Das ist ein alter Kerl da. Alter gebrechlicher Knacker, der wieder Versteck spielt im hohen Gras. Das ist unglaublich. Schön von hinten anquatschen. Hallo. Na, mein Junge. Unterwegs zu großen Abenteuern? Hast du Orks gesehen? Hast du Orks gesehen? Um Himmels Willen. Ich hoffe, die haben Besseres zu tun, als einen alten Mann zu erschrecken. Schönen Turm hast du hier. Schönen Turm hast du hier. Ja, für einen alten Seebären wie mich genau das Richtige. Ist aber eine gefährliche Gegend, das sage ich dir. Diese Halunken sind überall. Sie lassen einem alten Seemann einfach keine ruhige Minute. Aha, ich habe doch die Halunken getroffen. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ich habe sie alle aufgeschlitzt und in ihre Köpfe und Speere gespießt. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ich wusste, du würdest mir helfen, mein Junge. Ich habe nicht so viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies als Dank. Halt die Uhr. Ja, immer klar. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Eine Weltkarte. Die habe ich aber schon. Da ist ein Bolzen, Spitzhacke, Gegengift. Naja, verkaufe ich ihm erstmal ein bisschen Scheiß. Schwerter, Schwert abgenutzt, das, Bögen, die Falle behalte ich mal. Armus kann ich eh noch nicht tragen. Dieser ganze Kram kann auch weg. Rostige Streitachs, Holzfällachs, aber brauchst du was? Schilder kann ich auch noch nicht tragen. Schatulle kann noch weg. Ja, das war ja ein schwarzer Rober. Drei von denen kann ich auch noch abwehren. Gut. Dann gehen wir mal deinen Krimskrams. Tschüssi. Das ist eine Krautmanerpflanze. Sehr gut. Und ein paar Hirsche laufen da hinten rum. Leider sind sie ein bisschen feige und hauen sofort ab, wenn ich komme. Bleibt doch hier! Ich will doch nur mit euch spielen! Scheiße. Entschuldigung.